Frau Abgeordnete Maria Großbauer. Die Kultursprecherin der ÖVP. Der bleibt immerhin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizekanzler, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher. Ja, wir besprechen heute, debattieren heute die Errichtung eines Non-Profit-Organisationen-Unterstützungsfonds, also eines Unterstützungsfonds für gemeinnützige Organisationen und Vereine in der Höhe von 700 Millionen Euro. Denn die Corona-Krise hat natürlich auch Sie voll getroffen. Österreich ist reich, reich an Vielfalt und an Engagement, organisiert in gemeinnützigen Vereinen und zwar in ganz vielen Lebensbereichen, in der Kunst, in der Kultur, im Sport, im Sozialen, in vielen Bereichen, wir haben schon einiges gehört. Es gibt zigtausende Vereine in Österreich und ich möchte im Folgenden näher auf Kunst und Kultur eingehen und möchte Ihnen da einen kleinen Überblick geben. Stellvertretend für alle Kulturvereine wie Theatervereine, Jazzclubs, Jazzfestivals, Tanzvereine, Literaturvereine möchte ich jetzt zwei Bereiche näher beleuchten, auch ein bisschen mit Zahlen und Fakten einen Blick darauf werfen, die nicht nur seit Jahrzehnten wichtige gesellschaftliche Säulen in unserem Land sind, sondern auch viel beitragen und sehr engagiert sind für Kinder und Jugendliche. Und zwar erstens Chöre und zweitens die Blasmusik. Aus der Statistik der Chöre des Chorverband Österreich kann man ablesen, es gibt über 3500 Chöre in Österreich, das sind sogar mehr als Fußballvereine, mit über 100.000 Sängerinnen und Sängern. Sie haben pro Jahr 13.000 Konzerte, 20.000 Messen und Gottesdienste, die sie gestalten, über 90.000 Chorproben, 11.000 gesellschaftliche Veranstaltungen, über 500 Radio- und Fernsehproduktionen. Auch der internationale Aspekt ist wie überall in der Kultur, auch bei den Kulturvereinen wesentlich. Sie haben über 1.000 Gastchöre zu Gast gehabt und auch selbst über 1.500 Reisen in die Welt unternommen. Der Chorverband Chöre an sich sind auch sehr aktiv in der Schule, haben viele Kooperationen mit Schulen, auch gemeinsam mit Bundesländern und Landesschulräten. Sie haben zum Beispiel gemeinsam erarbeitet Gütesiegeln für Schule zum Thema Singen. In Niederösterreich gibt es zum Beispiel den Gütesiegel Singende, Klingende Schule. In Oberösterreich und in der Steiermark die Meistersingerschule, in Salzburg das Singende Klassenzimmer. Und da ist es ganz wichtig, dass eigentlich nicht eine Sing-Elite ausgebildet werden soll, sondern dass flächendeckend diese jungen Menschen, diese jungen Gehirne sozusagen auch diese tolle, fantastische Emotion und Energie des gemeinsamen Singens zu entdecken. Und die vielfältigen positiven Auswirkungen des Singens auf die Entwicklung sind ja schon lange in Studien untersucht und nachgewiesen. Wie beliebt das Chorsingen in Österreich ist, hat nicht zuletzt auch gezeigt, eine eigene Fernsehsendung im ORF, die große Chance der Chöre, war sogar im Hauptabendprogramm, war sehr beliebt. Zur Blasmusik möchte ich noch kurz kommen, auch hier ein paar Zahlen. Gibt es über 2000 Vereine in ganz Österreich, über 1000 Jugendblasorchester auch, über 150.000 aktive Mitglieder, über 70.000 Auftritte pro Jahr, über 100.000 Proben. Ja, Blasmusik hört man bei Frühlingskonzerten, Kurkonzerten, bei kirchlichen, gesellschaftlichen Festen, Feiertagen, von Leichnam bis zum Dorffest. Für Einheimische, aber auch für Touristen. Auch im Tourismus sind die Vereine ganz, ganz wichtig. Und das gehört auch zu Österreich und ist auch ein Teil unserer musikalischen und kulturellen Identität. Aber gestatten Sie mir, dass wir noch ein bisschen tiefer blicken in der Blasmusik, speziell für Ihren Kollegen Schellhorn. Blasmusik ist ja nicht nur Marsch und Tradition, wie wir wissen. Vor allem in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wirklich Jahrzehnten, hat sich da eine großartige moderne Literatur auch entwickelt für diese Klangkörper, nennt man jetzt symphonische Blasmusik und ist sicher auch stark beeinflusst von der Filmmusik. Googeln Sie zum Beispiel mal den österreichischen Komponisten Otto M. Schwarz. Seine Kompositionen für Woodband, wie das international genannt wird, das Blasorchester, wird in über 60 Ländern der Welt aufgeführt, auch in Singapur, in Japan, in Thailand. Und es sind ganz, ganz spannende neue Aspekte auch zu entdecken. Blasmusik gibt es auf der ganzen Welt eigentlich, auf jedem Kontinent auch. Aber Österreich ist auch hier ein großes Vorbild in der ganzen Welt. Bei den Blasmusikvereinen ist natürlich auch noch zu erwähnen und zu unterstreichen, dass sie viele Kooperationen und Projekte mit Musikschulen, mit Volksschulen pflegen seit vielen, vielen Jahren und ein ganz wichtiges Leisten in der kulturellen Bildung und auch zum Ruf des Musiklandes Österreich beitragen. All diese Kulturvereine machen
Österreich zu einem Kulturland. Weil sie so viele Menschen erreichen, bereichern, weil aus dieser Breite eine starke Spitze hervorgeht und Profis hervorgehen. So funktioniert unser Kulturland. Deshalb sind wir ein Kulturland. Weil es in jedem Dorf, in jeder Kleinstadt, in jedem Bundesland, in jeder Stadt ganz viele Kulturvereine gibt. Und deshalb müssen wir sie natürlich auch finanziell unterstützen, damit auch sie diese Krise gut überstehen. Ab heute sind wieder Proben möglich. Beim Ausüben der Tätigkeit muss man natürlich keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. 1 Meter Abstand oder andere Schutzmaßnahmen wie fixe Teams oder Schutzwände sind zu beachten. Ich wünsche auf jeden Fall allen viel Freude bei der ersten Probe. Danke.